Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Phoenix Wright. Es ist immer noch unsere Aufgabe, auch wenn jetzt ein bisschen Pause dazwischen war, den guten Miles Edgeworth aus dem Knast zu holen, beziehungsweise vielleicht reicht auch einfach, ihm seine Unschuld zu beweisen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Hat sie noch... Ah, wir können noch was über Gordy rausfinden. Okay. Was machen Sie, wenn es gar keinen Gordy gibt? Dann höre ich ja den Erhöhungsfotografen auf. Ja, ja. Was? Schließlich habe ich mir bis jetzt erst mit einem Foto einen Namen gemacht. War es denn gut? Darauf können Sie wetten. Ein UFO. Ein UFO? Jedenfalls, wenn ich diesmal kein karriereförderndes Foto mache, dann war's das. Dann höre ich auf und gehe wieder an die Uni. Hä? Sie sind also wirklich Studentin an der Uni? Nun ja, ich habe nur so eine Art Pause eingelegt, wissen Sie? Verstehe. Okay, danke. Das war hier dann alles. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wieder an den Strand. Du willst uns noch nichts Neues sagen? Nein? Okay. Dann, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen in das Spiel reinfinden. Bewegen. Der Bootsverleih. Haben wir da eine neue Spur? Nein. Es scheint nicht so. Wir gucken uns doch mal am Strand um. Gehen jetzt nach Wald am Gurtsee. Nein, nur Gurtsee. Hier ist auch nichts. Dann gucken wir uns mal die Anwaltskanzlei an. Ah, frische Luft. Muss schon sagen, Freiheit fühlt sich toll an. Benimm dich los, morgen nicht so im Gerichtssaal, okay? Sich daneben benehmen macht aber viel mehr Spaß. Und die Übernachtungen sind besser als bei dir zu Hause. Der Spaß wird sich in Grenzen halten, wenn Edgeworth sich verweigert, Kaution zu bezahlen. Oh, okay. Ich werde brav sein, denn das Frühstück ist ganz jämmerlich dort. Oh Mann. So, hast du eine Idee, was wir jetzt machen können? Was tun? Nun, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Ich war die ganze Zeit in Haft. Ich glaube, ich lasse dich entscheiden, was wir tun. Abgemacht? Okay, aber hast du Vorschläge? Nun, hast du irgendwelche Ideen, die du mir gerne mitteilen würdest? Oder vielleicht eine Kommunikation zu deiner Schwester? Tja, ich war den ganzen Tag in Haft. Ich denke, ich hätte gern etwas mehr Zeit zum Nachdenken. Du warst die ganze Zeit im Knast. Hättest du da nicht nachdenken können? Ah, arme Maya. Wahrscheinlich hat sie die ganze Zeit da drin mit an mir gedacht. Okay. Dann haben wir hier wohl auch nichts. Wir gucken mal, ob wir das mal präsentieren können. Haben wir irgendwelche interessanten Autonomie-Umgebungsplan? Cordy-Artikel. Ich hörte zwei Geräusche wie Schüsse nach Mitternacht. Okay, nee, da haben wir aber auch, glaube ich, nichts. Verschwende keine Zeit damit, mir etwas zu zeigen. Wir müssen den Fall lösen. Du weißt, dass der Feind noch im Ass im Ärmel hat. Er wird noch einen Zeugen aufrufen. Ja. Okay. Ja, ich weiß, ja. Entschuldigung, ich wollte ja gar nicht sagen, ich wollte eigentlich abbrechen. Okay, gehen wir mal woanders hin. Kriminalabteilung. 26. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hallo Junge, was ist los? Sie sehen etwas verloren aus. Moment, Sie haben doch wohl nicht schon wieder etwas getan, das Edgeworth schadet. Was meinen Sie mit wieder? Egal, nehmen Sie Platz, Junge. Ich bin für Sie da, falls Sie etwas brauchen. Außer Geld, versteht sich. Ja, eine Bezahlung wäre ansonsten relativ praktisch. Ja, dann reden wir mal mit dir. Wegen den Ermittlungen. Wie laufen denn die Ermittlungen? Gar nicht gut, um ehrlich zu sein. Wir haben gleich wieder eine Besprechung. Wir sollten über das Motiv von Herrn Edgeworth sprechen. Sein Motiv? Sehen Sie, Herr Edgeworths Vater ist im Fall DL6 gestorben. Und der Typ, der den einzigen Verdächtigen frei bekam, ist jetzt tot. Robert Hammond. Es wird behauptet, Herr Edgeworth hätte ihn deswegen erschossen. Und Edgeworth spricht nie über seine Vergangenheit. Ich verstehe. Ich glaube, damit werden sie morgen im Gericht rausrücken, um ihn zuzusetzen. Armer Edgeworth.
Ich muss zugeben, es sieht nicht gut für ihn aus, mein Lieber. Von wegen Gordy? Sagen Sie, Inspektor Gamschuh, kennen Sie Gordy? Das Ungeheuer vom Gurtsee? Nicht persönlich, nein, wir haben uns noch nicht vorgestellt. Nun, wir suchen nach ihm. Hä? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Wir haben Zeit, um nach einem wilden Ungeheuer Ausschau zu halten. Damit wird es Ihnen ja gar nicht ausmachen, ihn für mich zu verhören. Inspektor Gamschuh, macht mir Angst, Nick. Ich habe Inspektor Gamschuh von unserer Abmachung mit Lotta erzählt. Nick! Entschuldigung. Nick, versuche es ihm nächstes Mal eher zu sagen. Tut mir leid. Verstehe schon, Junge. Entschuldigen Sie, dass ich Sie angeschrien habe. Nun gut. Ich, Inspektor Gamschuh, werde Ihnen bei der Suche nach Gordy helfen. Ich werde Ihnen eine unserer neuesten Geheimwaffen für die Beweissuche leihen. Wirklich? Sie können irgendeinen nehmen, die Ihnen gefällt. Die Geheimwaffe. Okay, dann mal her damit. Moment mal, alles zu seiner Zeit. Ich werde sie Ihnen erst mal zeigen. Dies sind unsere besten und schlausten. Darf ich Sie in unsere Geheimwaffe Nummer 1 vorstellen? Rakete! Rakete? Er ist ein Polizeihund und befindet sich noch in der Ausbildung. Rakete! Rakete! Hierher, braver Junge! Uff, das ist er. Oh, der ist aber süß. Sieh mal, Nick, was für ein niedlicher Hund. Und damit sind wir auf den Hund gekommen. Ein niedlicher Hund. Und der soll uns helfen? Wie denn das? Wuff, wuff! Als nächstes Geheimwaffe Nummer 2. Einen Angel. Entschuldigung, eine Angel. Nicht eine Angel. Hier, das ist mein ganz persönlicher Angel. Inspektor Gamschuh, wir suchen doch nach einem Ungeheuer, nicht nach einem Fisch. Genau. Wie sollen wir denn ein ausgewachsenes Seeungeheuer mit einer Angel fangen? Das weiß man doch immer erst, wenn man es tatsächlich mal probiert hat, Junge. Okay. Okay, die nächste ist auch gleichzeitig die letzte. Bitte nicht, ich bin doch jetzt schon von unserer Auswahl überwältigt. Geheimwaffe Nummer 3, ein Metalldetektor. Bitteschön. Inspektor Gamschuh, wir suchen nach etwas Lebendigem. Genau. Wie sollen wir das denn mit einem Metalldetektor finden? Hey, das kann man nicht wissen. Vielleicht ernährt er sich ja von Cola-Dosen. Nun, welche soll es nun sein? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Die scheinen sich alle perfekt zu eignen. Ich kann mich auch nicht wirklich entscheiden, aber aus genau dem entgegengesetzten Gründen. Was soll es schaden? Mal gucken, was wir uns ausleihen. Wir nehmen als erstes mal Rakete. Können wir Rakete ausleihen? Ich glaube, das ist der erfolgsversprechendste. Na klar, Junge. Behandeln Sie ihn gut. Er ist so niedlich. Oh Mann. Ein Polizeihund im Training. Sehr süß mit strahlenden Augen. Okay. Und wie wenden wir den jetzt an? Wir gehen dann nochmal an den Tatort. Gottsee. So. Untersuchen. Können wir jetzt hier den Hund verwenden? Wie verwende ich den Hund? Bewegen. Nein. Okay, gehen wir mal weiter. Stand am Kurzsee. Hey, Nick! Rakete benimmt sich etwas seltsam. Rakete. Ja. Diese kleine Kreatur von dir. Hey, ich liebe kleine Hündchen. Braver Junge, braver Junge. Was ist denn los, Rakete? Ich! Rakete! Rakete! Halte das Vieh auf! Kannibale! Er frisst meine Samurai-Hotdogs! Tut mir leid, Butz. Meine Samurai-Hotdogs! Wow, er hat alle vertilgt. Tut mir leid, Larry.
tut mir leid. Dafür kann ich mir auch nichts mehr kaufen, Nick. Tja, diesmal wird das wohl reichen müssen. Okay. Das war ja nicht vielversprechend. Ich gehe dann mal lieber. Tschüss. Mal gucken beim Bootsverleih. Nee, da tut sich nichts. Strand am Gotte. Ich bin wieder da, Bas. Gut. Wir gehen mal Wald am Gotte. Okay, da passiert auch nichts, oder? Reden wir mal? Nein? Okay, Strand am Gotte. Ich glaube, wir bringen mal den Hund wieder zurück. Gotte. Beziehungsweise können wir einmal ganz kurz in die Kriminalabteilung gehen? Nein, Entschuldigung, Strafanstalt. 26. Dezember, Strafanstalt, Besucherraum. Sieht so aus, als befindet sich Edgeworth beim Verhör. Dann kommen wir später wieder. Genau. Okay, ich glaube, ich bringe Rakete wieder zurück. Oder gucken wir mal bei der Anwaltskanzlei Grossberg. Vielleicht springt da ja der Hund an. 26. Dezember, Anwaltskanzlei Grossberg. Anscheinend ist der Grossberg heute im Urlaub. Nun, ich denke, ich kann auch morgen nochmal vorbeikommen, falls ich etwas brauche. Okay. Das hat nichts gebracht. Anwaltskanzlei? Nein, da macht das Hündchen auch nichts. Und sie reagiert nicht mehr auf das Hündchen. Schade. Gut, dann gehen wir wieder zur Kriminalabteilung. Wegen der Geheimwaffe. Inspektor Geimschuh, können wir uns eines der anderen Dinge ausleihen? Ja, na klar, Junge. Aber ich muss Ihnen die anderen wieder abnehmen. Ist das Vorschrift des Reviers? Nun, treffen Sie Ihre Wahl. Welche soll es denn sein? Ich probiere mal den Metalldetektor. Können wir den Metalldetektor ausleihen? Na klar, Junge. Ich bin mir ja nicht sicher, was wir damit finden werden. Denken Sie daran, Sie jagen ein Ungeheuer, das ist alles möglich, einfach alles. Okay, macht ein Geräusch, wenn Metallobjekte in der Nähe sind. Ein nützliches Suchgerät. So, dann machen wir nochmal den Gotze unsicher. Okay, hier schlägt er schon mal nicht an. Dann der Strand am Gotze. Okay, hier passiert auch nichts. Dann gehen wir mal zum Bootsverleih. Piep! Piep, 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 piep. Nick? Er piept, der Metalldetektor, er hat etwas entdeckt. Zumindest schlägt er laut genug an. Was es auch ist, es muss dort in den Büschen sein. Geh mal nach, Meier. Warum ich? Nick? Sieh mal. Was soll das denn? Eine Sauerstoffflasche? Das Ventil sieht zerborsten aus. Ich dachte, es wäre Gordy. Maja, erstens, warum sollte Gordy sich in den Büschen befinden? Und zweitens, warum sollte ein Metalldetektor auf ein Seeungeheuer ansprechen? Das ist etwas um die Sauerstoffflasche gewickelt. Sieht aus wie eine Schnur mit Fähnchen. Nun, jetzt wo wir sie gefunden haben, können wir sie ja auch mitnehmen. Die ist ziemlich schwer. Sauerstoffflasche von fraglichem Wert mitgenommen. Ein leerer Lufttank. Das Ventil ist offen, eine Schnur mit Fahnen ist drum gewickelt. Okay, Schnur mit Fahnen, das bringt mich auf eine Idee. Wir gehen nochmal zum Strand. Hier sind nämlich auch Fahnen. Vielleicht hat er ja damit was zu tun. So, reden wir mal. Nee, dann müssen wir ihm was zeigen. Präsentieren. Lieber Butz, hast du was verloren? Was? Eine Sauerstoffflasche? Was ist denn damit? Larry, ich wollte dich zu einer Sauerstoffflasche etwas fragen. Kennst du das? Hast du sie schon mal gesehen? Nein, niemals. Wer zur Hölle würde denn mitten in den Winter zum Tauchen gehen? Seine Augen haben so gezuckt, als ich ihm die Sauerstoffflasche gezeigt habe. Ich denke, ich sollte ihn hierzu noch ein wenig weiter befragen. Was? Sauerstoffflasche? Ich weiß immer noch nichts davon. Was ist damit? Larry, ich wollte dich zu der Sauerstoffflasche etwas fragen. Gehört das dir? Sag mal, ist das deine Sauerstoffflasche? Wozu sollte ich denn so ein Ding besitzen? Siehst du, das ist da...
Siehst du, dass da eine Schnur mit Fahnen um das Ventil gewickelt ist? Sieht genauso aus wie die Schnur, die du um deinen Stil-Samurai gewickelt hast. Muss ein Zufall sein. Solche Schnüren gibt es heute noch an jeder Ecke. Es ist zum Beispiel in Grundschulen. Und bei Gebrauchtwagenhändlern. Wozu sollte ich denn eine Sauerstoffflasche brauchen? Wie wäre es, um etwas aufzublasen? Hast du sie benutzt, um damit etwas aufzublasen? Entschuldigung. Du hast sie benutzt, um damit etwas aufzublasen, nicht wahr? Was? Aufzublasen? Was denn sonst? Diesen großen, plüschigen Stil-Samurai zum Beispiel. Oh. Warum würdest du mir wohl so eine Frage stellen? Sieht so aus, als hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Okay. Nun ja, sieh mal, der Kompressor, den ich sonst immer benutze, war hinüber. Deshalb habe ich es mit der Sauerstoffflasche versucht. Nur ein einziges Mal. Und, das ist nicht ganz so toll gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Über die Taucherflasche fragen. Und das ist nicht ganz so toll gelaufen. Was meinst du damit? Nun ja. Könntest du vielleicht ein bisschen genauer sein? Entschuldigung, könntest du ein bisschen genauer sein? Ach, komm. Sieh mal, das ist ganz schön peinlich. Deswegen möchte ich nicht darüber reden. Sag es uns. Bitte, sag es uns. Oh, na gut. Was soll's. Wie ich schon sagte, Kompressor war defekt. Also nahm ich die Flasche und versuchte, damit den Samurai aufzublasen. Und dann... Baff. Das Ventil wurde abgesprengt und machte diesen unglaublichen Lärm. Und diese Flasche hob ab wie eine Rakete. Und nahm dabei meine arme, luftleere Stil-Samurai mit. Was? Hinaus auf den Gottsee? Mir ist jedenfalls ein ganz schöner Schreck in die Glieder gefahren, das sage ich euch. Aha, okay. Fliegende Flasche. Die Sauerstoffflasche und der Stil-Samurai sind also zusammen davon geflogen? Was ist denn passiert? Nun, all das ist so etwa am 20. Dezember oder so passiert. Der 20. vor einer Woche also. Nun, soweit ich das erkennen konnte, flog die Flasche in den See. Also bin ich jeden Abend mit einem Boot rausgefahren, um sie zu suchen. Ich meine, schließlich hatte ich den Stil-Samurai von Kion Si bekommen. Und wann hast du sie dann gefunden? Erst vorgestern Abend. Sie war weit rausgeflogen. Ich habe volle 4 Tage gebraucht, um sie zu finden. Vorgestern Abend war doch dieser Mordnacht. Entschuldigung. Vorgestern Abend war doch die Mordnacht. Tut mir leid, dass ich es dir nicht erzählt habe, Nick. Ich war tatsächlich in der Nacht des Mordes hier. Aber verstehst du? Ich bin vor Mitternacht nach Hause gegangen. Du hast also nicht mitbekommen, was passierte? Nein. Das ist echt schade. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wenigstens haben wir ein Rätsel gelüftet. Ein Rätsel? Vielleicht sollten wir es ihr sagen. Okay, wahrscheinlich war Gordy der Stil-Samurai. Wir gehen jetzt auf alle Fälle mal zum Wald am Gottsee und reden dort mit der guten den Gordy. Nun, Herr Anwalt. Ich habe die Infos, die Sie so dringend brauchen. Haben Sie denn schon den Gordy-Knüller für mich? Wir haben ihn. Gordy? Ach, den haben wir schon gefunden. Gordy? Ja, den haben wir schon gefunden. Was? Ich habe bis jetzt kein Ungeheuer. Entschuldigung. Was? Ich habe bis jetzt noch kein Ungeheuer gesehen. Wirklich, wahr? Gordy gibt's tatsächlich? Moment! Ich brauche einen Beweis. Haben Sie ein Foto gemacht? Ich habe den Beweis. Natürlich habe ich den Beweis. Das ist nicht fair, Nick. Das war, als ich auf Toilette musste, stimmt's? Da hast du Gordy gesehen. Es ist aber genug gelauert. Her mit dem Beweis. Der Beweis ist die Flasche hier. Larrys Sauerstoffflasche? Was machen Sie denn mit der Sauerstoffflasche da? Das ist Gordy? Was? Was willst du denn damit sagen, Nick?
Hier in der Nähe ist eine Hotdog-Bude. Dort befindet sich eine riesige, aufblasbare Samurai-Attrappe. Vor ungefähr einer Woche hat einer mir befreundeter Idiot versucht, sie aufzublasen. Er hat dazu diese Flasche benutzt und als das Ventil zerbarst, flog sie in den See. Anscheinend gab es ein ziemlich lautes Peng, als sie losflog. Ein Peng? Die Flasche fiel zusammen mit den immer noch luftleeren Samurai in den See. Zur selben Zeit machte ein Pärchen ein Foto von dem See. Dieses Foto hier. Moment. Du behauptest also, dass Gordy eigentlich der Stil-Samurai ist? Oh Mann. Na, das ist ja eine tolle Methode, um den Traum eines Mädchens zu zerstören. Tut mir leid, Lotta. Nee, schon gut. Wir haben gewonnen. Ich gebe Ihnen die Infos, wie ich es Ihnen versprochen habe. Arme Lotta. Fallinformation. Nun, dann geben Sie uns die Fallinformation, die Sie haben. Versprochen ist versprochen. Heißt es wohl. Ich habe gehört, wie die Polizisten hier etwas über den morgigen Zeugen sagten. Sie sagten, er sei der Eigentümer des Bootsverleihs, den Weg hier runter. Bootsverleih? Ist dort denn jemand? Der sieht doch so verlassen aus. Nun, so ein alter Kauz, der dort ganz alleine lebt. Sie sollten sich das mal ansehen. Danke, Lotta. Das werden wir. Lass uns losgehen, Nick. Moment noch. Gibt's noch etwas? Ja, in der Nacht des Mordes. Da hat meine Kamera zweimal geklickt, wissen Sie? Moment mal, dann haben Sie also noch ein Foto? Nun, ja, das ist überhaupt nichts drauf, nur der See. Ich dachte mir, es wäre als Beweis kaum zu brauchen. Also habe ich es verschwiegen. Nun, vielleicht ist es nicht sehr hilfreich, aber hier, nehmen Sie es. Zeigt den leeren See, automatisch am 24.12. um 23.50 Uhr geschossen. Zweites Seefoto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Tschüss dann, geben Sie auf sich Acht. Für mich ist es an der Zeit, zusammenzupacken und zu fahren. Oh, arme Lotta. Das ist alles leer wie Schuld. Die Legende lebt noch weiter, denke ich. Die Legende? Ja, die Legende von Larry, der allen ein Begriff ist, die ihn ein wenig kennen. Ist was faul? Was, der Butz? Jemand sollte mal auf den Butz hauen, um ihn flott zu machen. Ja, hauen wir mal auf den Butz. So, okay. Leider kann ich da nicht auf den Butz hauen. Aber wir gehen mal weiter und gehen zum Bootsverleih. 26. Dezember, Bootsverleih. Hey Nick, das ist der Bootsverleih, von dem Lotta erzählt hat. Du hast recht. Scheint niemand hier zu sein. Nun, lass uns trotzdem mal nachsehen. Also, untersuchen wir uns mal. Hallo, ist hier jemand? Ein kleiner Bootsverleih. Sieht nicht aus, als wäre jemand hier. Es ist wahrscheinlich geschlossen, weil der Mord passiert ist. Ja, wir haben aber alles schon mal angeguckt. Dann gehen wir mal weiter. Ja, können wir aber nichts angucken, oder? Hütte des Bootsverleihs. Doch, wir können reingehen. Haha. 26. Dezember. Hütte des Bootsverleihs. Verleihers. Mac, bist du das? Hey, ist das Keith, den du da mitbringst? Wo seid ihr beide gewesen? Ich habe mir riesige Sorgen gemacht. Oh. Nick, übernimm du das. Ich glaube, überlass das diesmal lieber dir, Maya. Mac! Ja? Du hast dich endlich entschieden, nicht wahr? Entschieden. Du führst das Pasta-Restaurant weiter, wenn ich mal nicht mehr da bin. Pasta? Freut mich zu hören. Du erfüllst deinen alten Herrn mit Stolz. Als ihr Kinder ausgezogen seid, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Wie sollte ich denn das Geschäft am Leben erhalten? Ich alter Mann.
Polly, die Kinder sind nach Hause gekommen. Hallo, hallo. Nick, was war das denn? Ein Papagei, der auf der Stange dort sitzt. Kiff! Ja? Ich übergebe die Seenudel in deine kompetenten Hände, mein Junge. Nick, was ist denn bitte die Seenudel? Aus den vorhandenen Beweisen schließe ich, dass das ein Pasta-Restaurant ist. Welch eine Erleichterung, nicht wahr, Polly? Hallo, hallo, Ja? Er ist eingeschlafen. Ich glaube, er ist erleichtert. Okay, gucken wir uns mal um. Was haben wir? Hier haben wir eine Küche. Sieht aus wie eine Küchenzeile. Vielleicht ziemlich sauber. Komisch, er sieht nicht wie jemand aus, der so viel Wert auf Ordnung legt. Du vergisst Nick. Er führt hier ein Pasta-Restaurant. Ja, genau. Und der Papagei. Wow, was für ein erstaunlicher Papagei. Guten Morgen. Hallo. Er hat mich ignoriert. Wie? Hast du es vergessen, Mac? Du musst doch erst ihren Namen sagen. Ihren Namen? Polly? Wie geht's denn so? Hallo, hallo, hey! Siehst du? Toll, der Papagei heißt also Polly? Papagei zur Gerichtsakte hinzugefügt. Der vormalige Begleiter, die vormalige Begleiterin des alten Bootsverleihers hört auf den Namen Polly. Schade, dass sie nur Hallo sagen kann. Die alte Polly kann viele Dinge sagen, nur musst du die geheimen Wörter kennen. Geheimen Wörter? Polly, Polly, wie heißt du? Polly! Süß. Maya hat eine neue Freundin. Okay, dann gucken wir uns mal den Essbisch an. Sieh mal, Nick, er hat eine Heizdecke auf dem Tisch. Sieht kuschelig warm aus. Das ist eine tolle Idee, das sollten wir im Büro auch machen. Dann können wir dort mit unserem Mandanten gemütlich heiße Schokolade trinken. Und dann über Morde plaudern. Ach, du bist ein echter Spaßverderber, Nick. Okay, dann haben wir da einen Videorekorder. Sieh mal, ein kleiner Tresor. Er ist abgeschlossen. Fernseher? Wow, er hat sogar einen Fernseher hier drin. Eine Angelrute? Diese Angel sieht teuer aus. Wow, im Gottsee gibt es viele verschiedene Fischarten, nicht wahr? Irgendwas ist komisch, Nick. All diese Fische sind Salzwasserfische. Jetzt, wo sie es sagt. Mülleimer haben wir auch. Ich glaube, wir haben alles gefunden, oder? Okay, dann lass uns mal mit dem Onkel hier reden. Das Pasta-Restaurant. Ein Pasta-Restaurant? Ja, schön, dass die Seenudel weiter besteht, wenn ich mal nicht mehr bin. Mein Vater hat sie eröffnet, wie du weißt. Ihr zwei seid also schon die dritte Generation. Mac. Ja? Morgen beginnen wir mit den Geheimnissen des Teigwerfens. Teigwerfen? Du auch, Keith. Ja? Du wirst der beste Pasta-Bändiger, den es je im Westen gegeben hat. Pasta-Bändiger im Westen? Kommt Pasta nicht aus Italien? Mac! Ja? Du weißt doch, dass die beste Pasta immer westlich der Rockies gemacht wurde. Stimmt natürlich. Das weiß doch jeder. Nick? Wie lange müssen wir diesen Wir sind eine Familie-Spiel noch mitspielen? Ah, dieser alte Mann muss etwas über dem Wort wissen. Wir gehen erst, wenn wir wissen, was er was ist. Bootsverleih. Das ist ein Bootsverleih, nicht wahr?
Was redest du denn da? Das hier ist der Pasta-Palast, die Seenudel. Aber jetzt muss ich sagen, in letzter Zeit hat kaum noch jemand Spaghetti bestellt. Die ganzen Kids kommen immer nur und sagen, hey Alter, gib uns deine Boote. Deswegen habe ich die Boote da draußen liegen. Die Jugend von heute. Verstehen die, wer will. Ich bin auch ganz schön verwirrt. Entschuldigung, ich bin auch ganz schön verwirrt. Nick, das führt doch zu nichts. Aber dieser alte Mann tritt morgen in den Zeugenstand, nicht wahr? Wir müssen einen Weg finden, wie wir Informationen aus ihm rausbekommen. Ach, mein Gedächtnis ist in letzter Zeit schlecht geworden. Deswegen sage ich alles Wichtige meiner Polly dort. Alles Wichtige? Ich frage mich. Polly, wie lautet die Kombination vom Tresor? 1, 2, 3, 1, 2, 8, 6. Jawohl. Hey, Polly, pass bloß auf, okay? Siehst du, Nick? Man muss nur ein bisschen geschwieft sein. Und wie ein Verbrecher denken. Schnell, Nick, schreib die Kombination auf. 1, 2, 2, 8. Hey, verwickel mich bloß nicht in deinen Raubzüge. Okay, kriegen wir aber nichts mehr raus. Aber vielleicht können wir nochmal mit Polly reden. Und gucken, was im Tresor ist. Sieh mal, ein kleiner Tresor. Er ist abgeschlossen, aber wir haben doch den Tresorcode. Okay. Okay, anscheinend kommen wir gerade nicht mehr weiter. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es wird jetzt mal wieder in nächster Zeit öfters Phoenix Wright geben. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und natürlich auch vielen Dank an meine Kanalmitglieder, dass sie mich jeden Monat aufs Neue unterstützen und also indirekt sogar die Anwaltskosten für einen Herrn Edgeworth bezahlen, dadurch, dass sie mir jeden Monat ein klein bisschen was überweisen. Oder per Clubmitgliedschaft über YouTube zukommen lassen. So, ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.